Well, ich würde gerne noch ein paar Sachen sagen zum Thema Gesundheit und Heilen, weil das so vielfältig ist. Und, Michael, bleib doch nicht da, du kennst, machst ja auch viele Interviews, vielleicht kann man uns ein bisschen ergänzen. Das ist ja sehr vielfältig. Mir ist noch ein Aspekt wichtig, das ist wirklich die Glaubensfrage. Denn wir wissen, was wir glauben über Gesundheit und Heilung, hat wirklich Einfluss auf, darauf, ob wir krank oder gesund werden können. Jeder kennt den Placebo-Effekt oder vielleicht wissen es gar nicht alle, aber die Ärzte verschreiben sehr gerne Medikamente, die eigentlich überhaupt keinen Wirkstoff drin haben, aber weil der Arzt uns was verschrieben hat. Und glauben wir, dass das gut ist und dann kann es tatsächlich einen Heileffekt haben. Es gibt umgekehrt genauso den Nocebo-Effekt, dass eben jemand glaubt, er hat jetzt ein tödliches Virus oder eine unheilbare Krankheit und wenn er natürlich diesen Glauben jetzt regelmäßig pflegt, dann kann es durchaus sein, dass allein ihn das krank macht und immer mehr in so eine Abwärtsspirale bringt. Es ist ja völlig skurril, dass ausgerechnet die Schulmedizin ihre gesamte pharmakologische Basis, also womit sie arbeitet, der Patient geht zum Arzt, hat die Verantwortung für seine Gesundheit an der Garderobe abgegeben, geht dann zum Arzt rein und dann kriegt anschließend dieses kleine Papierchen, Rezept, da steht dann das alles drauf, was er dann nehmen soll und damit ist das Thema wieder durch. Und die gesamte Basis dieser schulmedizinischen Arbeit, Joe hat das angesprochen, ist ja der sogenannte Placebo, das sogenannte Placebo. Jedes Medikament, was neu zugelassen wird, muss signifikant besser wirken gegen Placebo. Nur dann wird es zugelassen. Das heißt, die Ärzte machen in den sogenannten Doppelblindstudien, in der klinischen Studie, ein neues Kopfschmerzmittel. Und wenn dieses neue Kopfschmerzmittel signifikant besser wirkt als ein völlig inhaltsleerer Maisstärke, Tablette, nur dann wird es als Medikament zugelassen. Und dieselbe Schulmedizin, die stellt sich dann nachher hin und verlangt von, was ich was, Natursubstanzen, von homöopathischen Substanzen oder dann von medizinischen Lösungen, die ganz ohne irgendein Medikament auskommen, dass sie dann also ich sag mal, auf einer sogenannten naturwissenschaftlichen Basis fungieren und nicht in irgendeinem mentalen Bereich wirken, obwohl sie selber auf nichts anderes fußt, nämlich dieser Wirksamkeitsnachweis gegen Placebo, also wissend, dass Placebo eine ganz besondere medizinische Wirkung haben kann, nur aufgrund des Glaubens. Und es gibt nicht nur die Placebo-Tabletten, es gibt auch Operationen, die werden gar nicht mehr gemacht. Also ich weiß von einer Kniegelenksoperation oder wo das Knorpel normalerweise abgehobelt wird, wenn das verschlissen ist, wo es normalerweise das Gelenk knirscht und so. Und dann wurde früher tatsächlich da das Knorpel abgehobelt. Und jetzt hat man tatsächlich herausgefunden, wenn man nur so tut, als ob, das heißt, man fährt die Leute tatsächlich in OP und sagt, kriegt Spritzen und Betäubung und was weiß ich alles, aber man macht diese Operation gar nicht. Dann hat man tatsächlich den gleichen Effekt wie bei dieser Operation. Und das ist ja wirklich was Physikalisches. Und man hat weniger Nebenwirkungen, weil man eben diese ganzen Eingriffe gar nicht gemacht hat. Das heißt, das ist doch unfassbar, was das passiert, wenn uns das klar wird, wie stark dieser Glaube ist. Wenn wir glauben, wir haben jetzt diese Operation bekommen, dass dann tatsächlich da etwas passiert. Aber wir müssen es halt wirklich glauben. Sonst müssen wir dran glauben. Aber das ist eben etwas, wenn uns das klar wird, wie stark unser Glaube ist. Und wenn wir halt glauben, ja, wir können Krebs kriegen, wir können AIDS kriegen, wir können hier es gibt tausend unheilbare Krankheiten, dann sind wir natürlich schon in der Falle drin. Aber wenn wir uns davon lösen können, dann können wir eben auch glauben, dass das gesamte Leben eben nicht gegen uns gerichtet ist und uns nicht dauernd irgendwelche Krankheiten schickt, die uns quälen sollen, sondern dass das eigentlich sehr viel leichter ist und alles sehr sinnvoll geordnet ist. Und wie ich schon gesagt habe, von der neuen Medizin, eben jede Krankheit selbstverständlich ein sinnvolles Geschehen ist. Sie soll einfach darauf hinweisen, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Wenn man sich dann da auf die Ursachensuche macht, dann findet man das auch immer irgendwie. Ne? Nur damit, wie gesagt, kann man nicht viel Geld verdienen, deswegen wird es unterdrückt. Das ist, selbst im klassischen schulmedizinischen Bereich gibt es dann Themenfelder, wo man sich eigentlich, wenn man schulmedizinisch an die Dinge rangeht, ich sage nur mit das Stichwort Cholesterin, nur an den Kopf fassen kann,
Wenn man also weiß, welche Bedeutung das Cholesterin im Organismus, was der Organismus ja selber produziert, im Organismus hat, um quasi als Gesundheitspolizei zu agieren, dann fragt man sich, auf welches dünne Eis eigentlich ein Krankenhaus kommen muss, wenn nach einer Operation, wo der Cholesterinspiegel dramatisch nach oben geht, weil eben genau dieser Heilungsprozess vom Organismus angeschoben wird und wir dann Cholesterinwerte messen, die an sich in Bereichen sind, wo man sagt, um Gottes Willen, das ist ja also ganz, ganz besonders gefährlich, also wirklich um Faktor 10, Faktor 100 zum Normal. Normal Cholesterinspiegel und man dann eben wieder diesen Heilungsprozess Cholesterinsenker gibt, obwohl das nichts anderes bedeutet, als dass der Patient und der Organismus des Patienten hier vernünftig agiert, seine Gesundheitspolizei losschickt und natürlich deswegen entsprechend mehr produziert wird. Also das sind alles so Sachen, wo man sich einfach die Frage stellen muss, selbst innerhalb dieses klassischen schulmedizinischen Betriebes, wer hier eigentlich noch mitdenkt und was eigentlich dann der Hintergrund ist oder ob auch hier natürlich bei solchen Sachen es nicht um die schnelle, zügige Heilung geht, sondern letztendlich um 5 Tage mehr im Krankenhaus sein, Medikamentengabe und. Also man kommt immer wieder, wir sehen das in all den Bereichen, wir kommen immer wieder zu einem Geldsystem, einem wirklich kaputtmachenden Geldsystem, was eben mit Wachstum und mit anderen Faktoren ausgestattet ist und was uns immer und grundsätzlich in die falsche Richtung führt. Und das gilt natürlich für den Gesundheitsbereich in ganz besonderer Weise. Aber dieser Glaube, ich habe wirklich das Vergnügen, auch die Ehre gehabt, jetzt vor wenigen Wochen eine russische Wissenschaftlerin Schulmedizinerin kennenzulernen, die paranormale Chirurgie betreibt und können wir denn während des Interviews eine Heilung vornehmen? Und sagt, ja, ist kein Problem. Das Beste wäre, wir hätten irgendjemand mit entweder, da geht's am schnellsten, also heilen kann sie alles, aber da geht's am schnellsten, da brauchen wir so 2 Minuten oder so 3 Minuten. Wenn es um ein Augenproblem gibt, also beispielsweise jemand eine starke Brille hat oder so etwas, oder ein starkes Hörproblem, die Dinge kriege ich sofort in den Griff. Erstaunlich, weil das ein Risiko ist, vor laufender Kamera dann sowas zu machen. Wir haben es also gemacht, haben aus dem Studio jemanden geholt mit so, ja, also Cola-Deckeldosen, Brillenteilen, und der hat einen Papierbogen, 14 Punkt, 12 Punkt, 8 Punkt, 7 Punkt, haben wir die Schrift und einen Text aufgeschrieben und er hat dann die Brille abgesetzt und hat also, der Arm war nicht lang genug, das war also völlig aussichtslos, da auch nur irgendetwas zu lesen. Ich habe vor laufender Kamera etwa 3 Minuten operiert und am Ende dieses Prozesses hat er diesen Text bis 7 Punkt runtergelesen. Der wusste selber nicht, dass er jetzt, was mit ihm geschehen ist, dass er plötzlich einen Text lesen konnte ohne Brille, was seit Jahrzehnten bei ihm nicht mehr funktioniert hat. Also wir haben hier, und da sagt sie auch, das ist auch eine Frage, was der John sagt, des Willens, des Bewusstseins, des Beeinflussen von Materie. Nicht das Auge ist krank, sondern wir haben dann die Information, dass das Auge krank sei, kurzsichtig oder weitsichtig oder was auch immer oder fehlsichtig ist und so weiter. Aber in dem Moment, wo wir diese Information korrigieren, sind wir in ganz anderen Bereichen und kommen auch zu wirklichen Heilungen und Lösungen. Der braucht keine Brille mehr, der braucht auch, weiß nicht, ob er Medikamente genommen hat, wahrscheinlich nicht, aber er braucht eben auch die Brille nicht mehr und kann eben, hat den Rest des Tages oder des Wochenendes ist er ganz ohne rumgelaufen. Also die Kraft, die wir in uns selbst haben, die Kraft, die wir im Positiven, im Negativen, was er John gesagt hat mit dem Nocebo-Effekt, die Menschen sterben an der Krebsdiagnose, die Menschen sterben an der AIDS-Diagnose. Das ist das,
dieses Todesurteil, was die Ärzte einem dann geben mit der düsteren Grabestimme und dann, naja, es wird noch 2-3 Monate oder Jahre oder wie auch immer oder weniger sein, das ist genau die Information, die der Mensch bekommt und dann natürlich auch visualisiert und umsetzt. Ich bin der Todeskandidat, das ist das, was der Arzt einem sagt und in dem Moment, wo er das sagt, macht er das natürlich auch. Und deswegen ist die Diagnose das Schlimme und das ist das, was die alle Schamanen, alle Heiler in allen Nationen und Völkern dieser Erde eben ganz andere Ansätze haben und nicht die Menschen erstmal mit dem, was passiert ist, in die Angst jagen. Und das ist das, was unser Medizinbetrieb eben so fatal tut und womit er natürlich auch so fatal viel Kohle verdient. Ja, und es wäre wichtig, dass da wirklich geforscht wird. Wie gesagt, seit 30 Jahren hat Dr. Hammer eben diese neue Medizin, die ganz elementar gesetzmäßig ist. Und es gibt so viele Bereiche, wir haben es gesehen, mit der Heilung allein von Verletzungen, von Vergewaltigung und Missbrauch. Und das ist so verbreitet, der Missbrauch im familiären Bereich. Dann gibt es den rituellen Missbrauch. Es gibt den nicht nur bei Frauen, den gibt es auch bei Jungs genauso. Und das ist sitzt so tief, da sind so tiefe Verletzungen und das alles will geheilt werden. Und mit Menschen wie euch hier, da kann das geschehen, weil jeder dann so angenommen werden wird mit seinen ganzen Sein und seinen Verletzungen und auch weinen darf auf der Bühne, auch wenn das Pipi in den Augen ist auf der Bühne. Hier darf man sein, hier darf man Mensch sein und ich glaube, in so einer Gesellschaft können wir alle gesund werden. Danke, dass ihr da seid. Ja. Und jetzt geht es weiter. Du hattest eine Frage? Ich wollte was zum Cholesterin sagen. Funktioniert das Mikro hier? Nein, wir hören dich so. Nur für die Kamera, aber okay. Wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen, weil wir gleich essen machen. Aber ich kenne eine Ärztin in Berlin, die bei Operationen zugegen ist und die herausgefunden hat, dass durch diese Cholesterinsenker die Heilung nicht vonstatten geht. Ja. Das, was du sagtest. Ja. Ja. So, jetzt wollte ich dazu noch was anführen, wie pervers dieses System geworden ist. Zu diesen ganzen Operationen gibt es von der EU sogenannte Handlungsanweisungen. Das heißt, welche Medikamente zu geben sind. Die Ärztin hat versucht, die Ärzte, die operierenden Ärzte davon zu überzeugen. Die haben sich nicht getraut, das zu tun, weil diese Handlungsanweisungen bestehen und kommt es zu einer Gerichtsverhandlung, das heißt, zeigt jemand den Arzt an, dann hat der schon verloren, weil er gegen diese Handlungsanweisungen verstoßen hat. Das ist ganz klar ein System, das durch und durch krank ist, aber wie gesagt, wir können es einfach hier... Wir werden das morgen, dasselbe Thema hast du im Bereich Architektur, im Bereich Dämmverordnung, wo du heute Häuser nicht mehr genehmigt bekommst, wenn du den EU-Schwachsinn nicht umsetzt. Ja. Und auch versicherungstechnisch, das ist dann diese Domino-Geschichte, versicherungstechnisch natürlich nachher auch gekniffen bist, wenn dann irgendjemand klagt. Also dieses Durchstrukturierte, was die EU eben ausmacht in all den Bereichen, wo es nur um den Profit und den Verdienst geht, gilt im Bereich Medizin, aber wir werden es morgen im Bereich unseren Themenbereichen ganz genauso erleben. Meli? Ja, ich wollte jetzt gerne, weil es gleich Essen gibt, kurz einführen, weil wir jetzt zum Schluss mit Krankheiten aufgehört haben, dass ihr das nochmal immer aus dem System löscht. Weil in dem Moment, wo wir Essen aufnehmen und das, was wir denken, geht wichtig. Besonders tief ins System. Ja, schön, wenn Matthias uns nochmal umschwenkt. So, ansonsten ist die Küche jetzt aber auch fertig. Alles klar, genau.